Mein Name ist Joachim Kamphausen und ich arbeite seit 33 Jahren hier im Verlag, leite den Verlag, bin Verleger und ich habe ein großes Problem als Verleger. Ich bekomme viel, viel mehr Manuskripte zugeschickt, als ich veröffentlichen kann. Und das ist eine ziemlich frustrierende Angelegenheit. Deswegen haben wir ein Self-Publishing-Portal geschaffen, zusammen mit den Autoren. Und das nennt sich tao.de. Und dort haben Autoren die Möglichkeit, ihr Manuskript mit unserer Unterstützung zu veröffentlichen. Self-Publisher haben ein großes Problem im Buchhandel. Sie werden da noch nicht ernst genommen. Mit dem Tao Slam haben wir eine Möglichkeit, auch im Buchhandel auf die Dauer zu präsentieren, Bücher zu präsentieren und das in einer Form, die ungewöhnlich ist, neu ist. Tao Slam ist eine neuartige Bühnenpräsentationsform, die der machen sollte, der bereit ist, sich selber und sein Buch in anderer Weise darzustellen, der bereit ist, sich selber zu überwinden, der bereit ist und Lust hat, mit Freude auf der Bühne zu stehen und sich selbst und sein Buch zu präsentieren. Es ist ja ohnehin schon relativ schwierig, an Lesungen ranzukommen. Aber wenn man halt eben sagt, okay, ich lese nicht nur klassisch, sondern ich präsentiere mein Buch so richtig, dann, glaube ich, hat man ganz andere Zugriffsmöglichkeiten auch auf ein Publikum und auch ganz andere Zugriffsmöglichkeiten auf Auftritte. Beim Tao Slam geht es nämlich darum, sein eigenes Buch vorzustellen. Man darf dort alle Hilfsmittel verwenden, die man verwenden möchte. Man könnte auch Videoeinspieler machen, man darf sich verkleiden. Es ist sogar auch gewünscht, dass das Ganze einen abwechslungsreichen Rahmen bietet. Und es ist vor allen Dingen kein Wettbewerb, sondern hier geht es darum, dass eine Gruppe von Tao Slammern als gemeinsames Team auftritt. Das ist entscheidend. Mit dem Tao Slam habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, weil die Autoren immer eine sehr schöne Entwicklung gemacht haben und ihr Buch auch immer noch auf eine ganz andere Ebene kennengelernt haben und die Leser aber auch sehr angetan waren und sich auch für Bücher vielleicht interessiert haben, für die sie sich vorher nicht interessiert hätten. Sich in die Öffentlichkeit zu stellen und das Buch vorzustellen, sich selbst zu präsentieren, ist eine große Herausforderung. Und in der Gruppe das zu machen und unter Unterstützung eines Coaches das zu machen, bietet sehr viele Möglichkeiten zu wachsen. In meinen Seminaren geht es zunächst darum, dass man einfach mal schaut, wie kann ich Hemmungen abbauen? Kann ich Hemmungen abbauen vor einem Publikum? Wie kann ich Hemmungen vor der freien Rede abbauen? Und das ist das Erste. Dadurch machen wir so ein paar kleine Spielchen, ein paar kleine Performance-Übungen. Und dann gehen wir mal konkret in die Erarbeitung eines Tao-Slam-Vortrags, die so bis zu 10 Minuten lang sein können. Und dann machen wir das richtig gruppendynamisch, dass wir auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer da mit einbeziehen und halt eben über konstruktive Feedbackrunden halt eben die Autorinnen und Autoren fit machen für ihren eigenen Auftritt. Auch das war schon ziemlich aufregend, beim ersten Mal da auf der Bühne zu stehen. Also wir alle hatten große Erwartungsspannung an das, was wir da jetzt tun, weil es ja vollständig neu ist, was wir tun. Stille. Ist kaum auszuhalten. Wirft mich auf mich zurück. Brauche Ablenkung. Nach meinem ersten Tao Slam Auftritt habe ich noch eine neue Fähigkeit entdeckt und oder auch eine Leidenschaft entdeckt, noch Kurztexte zu verfassen. Also ich schreibe gerne Bücher und ich schreibe sowieso gerne, das ist eine meiner Leidenschaften. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, Poetry Slam Texte zu schreiben, die ich jetzt auch auf der Bühne schon vorgestellt habe, was mir auch sehr großen Spaß macht. Find heraus, was in dir steckt, sieh dich endlich klar. Fühl dich, spür dich, nimm dich einmal wahr. Lass das Leben Leben sein und sag einfach ja! Ja! Danke dir, Alexa. Ich sehe, dass es kaum Grenzen gibt. Also das kann als Format wirklich Schule machen. Nicht nur Self-Publisher sind da angesprochen, sondern eigentlich alle Autoren, die mit ihrem Werk in die Öffentlichkeit gehen wollen. Die heranwachsende Gruppe von Autoren, Self-Publisher und auch Autoren, die in konventionellen Verlagen veröffentlichen, haben damit eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden, aber auch die Buchpräsentation, die Lesung, wo auch immer, neu zu erfinden und neu zu definieren. Es wäre doch eine schöne Idee, wenn man irgendwann mal
50, 60 Autorinnen und Autoren hat, die Land auf, Land ab im gesamten deutschsprachigen oder meinetwegen auch europäischen oder weltweiten Raum Tao-Slam durchführen und auf Kongressen, Messen und eben auch in den Buchhandlungen viel lebendiger ihre Bücher präsentieren, als man es bei den meisten Lesungen sieht.